Und jetzt kriegt mein Küken ist geschlüpft, ne? Ja. Herzlichen Glückwunsch, aus dem Ei ist ein gesundes Küken geschlüpft. Wir brauchen einen Namen, Leute. Kannst du mal Realm Royale spielen? Nee, das ist nicht so mein Spiel, sorry. Du solltest dem Kleinen einen Namen geben. Wie nenne ich mein Küken? Wie nenne ich mein Küken? Tiefe. Tiefe. Das ist aber schon ganz schön deep. Dieser Name ist ganz schön deep. Brezelspritze. Es muss doch einem Hühnchen gebühren. Einem Hähnchen gebühren. Wie könnte ich dieses Hühnchen nennen? Ich hab ne ganz tolle Idee. Mir fällt Crispy Chicken. Nee, ich habe tatsächlich eine ganz, ganz tolle Idee. Oh Gott. Es heißt Henchick. Das ist nämlich Chicken. Umgedreht. Henchick ist Chicken. Komm, das war lustig. Ja, das ist ein toller Name. Seht ihr? Das ist ein toller Name. Sagt sie auch. Tut mir leid. Ich habe eindeutig zu viel Spaß in der Namensgebung. Gott sei Dank ist der Name von meinem Sohn nicht so schlimm ausgefallen. Du bist wieder wach. Du bist einfach so umgekippt. Nee, bin ich nicht. Ich bin in ein Loch gefallen. Recherchier mal besser. Du darfst nicht so schwer arbeiten, dass du keine Ausdauer mehr hast. Unglaublich. Was lohnt sich mehr, ein Just Dance Abo oder ein Nintendo Online Abo? Es kommt darauf an, was du für Spiele spielen willst. Sag ich ganz ehrlich. Also selbst ein Nintendo Online Abo ist nicht unbedingt gerade immer gerechtfertigt. Es kommt wirklich darauf an, welche Spiele du spielen willst. Wenn du halt ein intensiver Just Dance Spieler bist und gerne über 600 Songs haben möchtest, zu denen du tanzen kannst, dann würde ich dir auf jeden Fall da das empfehlen. Es ist sogar, ich weiß nicht, ja doch, kommt ungefähr vom kostentechnischen auf das gleiche drauf hinaus, glaube ich. Ich glaube, es kostet beides ungefähr gleich viel. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auch gar keine anderen Online-Titel spielst. Achso, warte mal. Ja gut, ich werde ein bisschen erstmal die Felder bestellen, dann haben wir jetzt unsere Samen weg. So. Also wenn du gerade keine anderen Online-Titel spielst, wie beispielsweise Mario Kart oder Splatoon oder sonst irgendwas, also wenn das gar nicht dein Fall sind, diese Spiele, dann brauchst du auch Nintendo Online nicht. Also von dem her, ich finde, es kommt halt immer auf die Situation drauf an. So, erstmal ernten. Meine Gießkanne ist ja leer. Bläh. Nintendo Online. 25 Euro Nintendo Online für ein Jahr. Ich glaube tatsächlich auch, dass Just Dance ja, wahrscheinlich ein Ticken günstiger ist. Ich glaube, ein kleinen Ticken günstiger ist Just Dance. So. Nein, ich will hier. Also, aber... Oh. Ich treff nix. Ja, ich habe eine Melo... Ich hätte eine Melone, wenn ich nicht meine Taschen zu voll hätte. So, wir verkaufen alles, was wir nicht brauchen. Spargel brauche ich. Das kann weg. Das andere Zeug muss ich mal essen irgendwann, aber... Vielleicht sollte ich das auch mal verstauen, das Essen im Kühlschrank, ne? Ja. Okay. Jetzt vielleicht meine Tasche wieder voll, ne? Ganz schlimm. Metris! Hey! Keine Ahnung, kostet gleich. Nintendo abonnierst halt für ein Jahr und abonnierst du halt für ein Jahr echt günstig. Ach ne, Nintendo-Abo ist für ein Jahr echt günstig. Ja, tatsächlich. Natürlich muss man dazu sagen, du kriegst halt für Nintendo Online auch mehr.
Das muss man fairerweise dazu sagen. Kannst halt verschiedene Spiele halt dann online spielen, ne? Aber wenn du halt ein totaler Just Dance-Liebhaber bist, dann würde ich dir da auch raten, vielleicht da ein Abo zu holen, weil es da lohnt sich meiner Meinung nach auch ziemlich gut, weil es halt wirklich über 600 Songs sind. Überleg dir mal, wie viel du da tanzen kannst. Zu über 600. Finde ich eigentlich auch ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. So, das geht noch alles. Sehr gut. Nein, das nicht. So. Gut. Hätten wir das. Und ich bin schon kurz vorm Abnippeln, weil ich ja in diese komische, in dieses komische Loch gefallen bin. Weswegen auch immer. Ich verstehe das bis jetzt immer noch nicht. Hä, was ist das? Ach, das sind zwei unterschiedliche. Die sehen aber identisch aus, ne? So, Leute, ich muss mir gleich mal was zu trinken und ich muss aufs Klo. Ich muss trinken und aufs Klo. Ich muss jetzt die Essensvorbereitung machen. Bis bald. Viel Spaß dabei oder viel Erfolg und viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ich muss jetzt auch aufs Klo und mir was zu trinken holen. Also, ich bin gleich wieder da, Leute. Bis gleich. So, wieder da. Entschuldigung. Die Natur ruft. Wenn die Natur ruft, egal ob es ums Trinken oder ums Wasserlassen geht, dann muss man dem Ruf gehorchen, oder nicht? Ah, schön. Sind wir jetzt wieder besser gelaunt als Männchen? Ja, mir geht's wieder gut. Also meinem kleinen Männchen da hinten. Da drin. Ich hatte jetzt ein Jahr kein Nintendo-Abo, habe es mir jetzt auch nur wieder wegen Monster Hunter geholt. Seht ihr, ich mein's auch, also Smash Bros. Zum Beispiel, da brauchte ich es. Mario Kart 8, Deluxe, Splatoon. Aber auch die Spiele spiele ich... Oh, das wollte ich gar nicht. Aber auch die Spiele spiele ich eigentlich gar nicht so intensiv in letzter Zeit mehr. Deswegen hätte ich es eigentlich auch lassen können. Wobei, es gibt halt immer wieder irgendein Spiel, was ich rein theoretisch hätte holen können. Online spielen können, wie auch immer. So, warte. Erstmal gucken, was hier noch gedüngt werden muss. Mich düngt? Ich bräuchte hier Dünger. Hier noch. Da. Da. Ich verrutsche immer wieder. Ist das wieder der Drift, der mir dazu schaffen macht? Oder? Ich verrutsche die ganze Zeit hier. So, wir müssen leider wirklich schon wieder in die Mine gehen und jetzt nochmal versuchen, das ganze Bronze zu bekommen. Und ich hoffe, dass ich nicht nochmal in so ein komisches Loch falle. Alter. Enttäuschend. Apropos, ich wollte es gerade sagen. Ich gehe nicht nochmal rein, wenn meine Tasche voll ist. Leute, wir müssen auch mal lernen. Wir dürfen nicht einfach nur immer wieder Fehler machen und nicht daraus lernen. So, verkaufen, was geht. Das da. Das brauche ich alles. Okay, da muss ich jetzt doch tatsächlich mal irgendwas mal hier in meinen Kühlschrank packen. So. Machen wir die Melone da rein, den da rein, den Spargel rein. Und die beiden hier rein. So. In den Schrank kommt das ganze Zeug hier. Wobei ich ja das jetzt auch alles sammeln werde, ne? Das hätte ich eigentlich gar nicht wegmachen müssen. Ja, egal. Komm. Jetzt haben wir wenigstens einiges weggeschafft. Solange du nicht beides zur selben Zeit gemacht hast. Pinkeln und... und trinken gleichzeitig. Geht das überhaupt? Ich habe schon mal geniesfurzt. Das habe ich schon mal hingekriegt. Dass ich beim Niesen noch furzen musste. Das habe ich schon mal hingekriegt. Aber trinken während man... Oh Gott, nee, das ist zu anstrengend, oder? Es gibt über 500 Games, die Nintendo online unterstützen. Was, 500? Ganz schön viel, ne? Kam mir gar nicht so vor. Ich meine, es gibt viele, das ist klar. Aber dass es so viele sind? Ich dachte, die meisten Nintendo-Spiele sind doch eher so ein bisschen... Nicht schon wieder in irgendein Loch fallen. Ich lerne dazu.
Ich habe Angst. Ich dachte eigentlich, die meisten Spiele sind eher so ein bisschen Singleplayer-Spiele, ne? Wo Online-Funktion eigentlich gar nicht möglich ist. Gerade bei Nintendo. Ich meine, wie lange wünschen wir uns schon ein Mario Party, bei dem man online zusammenspielen kann? Und nicht diesen Kack, den sie damit gemacht haben, mit diesen kleinen paar Minispielen, sondern ein richtiges Mario Party online. Das wünschen wir uns seit Ewigkeit und keiner macht's. Eben, genau, Franzi, hast du vollkommen recht. Da habe ich jetzt drauf geachtet, dass ich da nicht drüber laufe. Aber danke nochmal für den Hinweis. Ich huste und niese meistens gleichzeitig. Husten und niesen gleichzeitig? Ja gut, wenn man niest, kommt noch ein Huster hinterher. Stimmt, das habe ich auch schon hingekriegt. Geht, da geht's runter. Wow. Man hat schon viele Fallen hier. Jetzt kommt doch noch Spannung in das Spiel, Alter. Die Fallen. Und dann sieht man richtig später, wie er sich das Genick bricht. Und dann ist Game Over, muss von vorne anfangen. Oder wir kommen ins Krankenhaus und dann dürfen wir mit einer Krankenschwester flirten oder sowas. Vielleicht ist die auch eine Option zum Heiraten oder so. So. Boah, bei mir rumpelt es auf dem Dachboden. Ich habe vorhin was auf dem Dachboden gepackt. Und jedes einzelne Mal, wenn ich den Dachboden aufmache, kriegen meine Katzen das mit. Und was machen sie? Sie gehen auf den Dachboden und kommen dann auch erstmal nicht mehr runter. Das finde ich ganz, ganz toll. Darf ich erstmal warten, bis die irgendwann mal, bis sie sich dazu herablassen, im wahrsten Sinne des Wortes, mal wieder runter vom Dachboden zu gehen. Also Pipi machen und trinken geht schon gleichzeitig. Hast du schon probiert oder machst du es jetzt gerade? Ich wünsche dir viel Erfolg. Irgendjemand hat mal gesagt, von wegen Essen mit auf die Toilette nehmen. Das ist total widerlich. Aber ganz ehrlich, du sitzt da auf dem Klo. Vielleicht ein bisschen länger, weil du Verstopfung hast oder sowas. Dann nimmst du doch vielleicht auch mal eine Zeitschrift mit oder so. Aber und was zu knabbern so zwischendrin? Wäre doch auch mal nicht schlecht, oder? Oder bin ich eklig, wenn ich so denke? Wahrscheinlich bin ich eklig, oder? Bist du verheiratet? Vielleicht bin ich es, vielleicht auch nicht. Über mein Privatleben erzähle ich halt leider nie so viel, ne? Alles nur. Na gut, dann esse ich mal den da. Ich esse den da. So. Ich glaube, wir haben hier alles, ne? So. Ich habe Nintendo Online wegen Animal Crossing. Stimmt! Animal Crossing ist ja auch nur mit Nintendo Online möglich. Wobei, das kannst du dir schenken, meiner Meinung nach. Also ich bin der Meinung, dass Nintendo Online, Animal Crossing Online-Funktion einfach zu schlecht umgesetzt ist. Man kann fast nichts machen. Ich habe auch kurzzeitig mal Spaß daran gehabt, weil ich ein paar Leute hatte, deren Insel ich besuchen konnte und weil ich es halt als Let's Play eben gemacht habe und dann immer wieder einen Grund hatte, sowas zu nutzen. Aber generell haben sie es einfach verkackt in der Hinsicht, was den Online-Modus bei Animal Crossing angeht. Das haben sie richtig verkackt. Bin mit dir aufs WC gegangen, aber ich habe auch schon gebracht, vor allem auf Events früher, um Zeit zu sparen. Trinken und pinkeln gleichzeitig auf Events. Und dann aber auch, um Zeit zu sparen, auch nicht die Hände gewaschen, oder? Spart Zeit. Und die werden ja eh wieder dreckig. Musst du sie nicht mehr machen. Oh Gott. Tipps von Toffi. Seid nicht dumm. Wascht eure Hände nicht. Wenn ihr so wie ich seid, ich habe auch immer wahnsinnig rissige Hände, gerade im Winter. Wenn ich mir permanent die Hände wasche, das ist halt tatsächlich so, gerade wenn ich zu Hause sauber mache, dann wasche ich mir öfter die Hände, ist klar. Man macht ja den ganzen Dreck dann immer von den Händen wieder runter, wenn man halt Putzmittel hat und sowas. Und je öfter ich mir die Hände wasche, umso rissiger werden sie dann im Winter. Und normalerweise müsste ich sie mir weniger waschen, aber ich finde es halt trotzdem eklig. Wann findet der nächste Friseurbesuch statt? Wieso? Hä? Die sind nicht zu lang. Die sagen, meine Haare sind zu lang? Toda? Ich würde mal sagen, dein... Dein... Daumen ist zu lang. Das war jetzt eine Retourkutsche, wa? Glatze. Brownie. Pff. Da oben. Alter, meine Katzen rumpeln.
Was machen die da oben? Okay, jetzt haben sie was umgeschmissen. Ist echt so. Die haben gerade was umgeschmissen. Sind die tot? Ich sollte, glaube ich, mal gleich hingehen. Außerdem Glatze, dann würde ich ja aussehen wie Brownie. Oh! Ba-bam! Mäuse jagen. Nee, Mäuse habe ich nicht auf dem Dachboden. Nee. Auf dem Dachboden nicht. In der Küche, ja. Aber nicht auf dem Dachboden. So, ich esse jetzt nochmal meinen Rest auf hier. Ich weiß, ich sollte eigentlich ins Bett gehen, aber ich will jetzt zumindest mal die Mine so weit es geht. Wir brauchen nämlich jetzt sehr, sehr viel Erz. Wir brauchen ganz, ganz viel Bronze. Wir brauchen ganz, ganz viel Eisen, um alles Mögliche herzustellen und um die Aufträge zu erfüllen. Deswegen gehe ich so weit wie möglich in die Mine rein und loote alles, was ich kann. Nur damit er Bescheid wischt. Achso, das habe ich ja alles schon fertig, ne? Dann kann ich ja eigentlich runtergehen, oder? Ja. Also noch toter als die Haut am linken Daumen geht es nicht mehr bei mir. Alter, was haben wir hier für Themen? Können wir über was Schönes reden? Über was Lebendiges halt, ne? Was ist denn lebendig und schön? Die Natur. Ah. Können wir über die Natur reden. Ich habe mir jetzt wegen dir Chinesisch bestellt. Ja, bei mir dauert es noch ein bisschen. Ich werde es jetzt aber demnächst mal machen. Also der Kleine wird jetzt dann Mittagsschlaf rum sein bald. Jetzt ist er dann bald... jetzt steht er dann bald auf. Dann würde ich wahrscheinlich kurz warten, bis er wach geworden ist. Also bis er richtig wach geworden ist. Dann kriegt er noch ein bisschen eine Kleinigkeit, was zu essen. Irgendwas nur zwischendrin, so ein bisschen Obst oder so. Meistens nach dem Aufstehen. Und dann würde ich wahrscheinlich schon bald losgehen und mir das Essen holen. Kurz vorher anrufen, dann sagen die, schön, ja, Nummer 39, fertig in 20 Minuten. Und das reicht gerade so, um rüberzufahren. Tatsächlich brauche ich 15 Minuten, bis ich da bin, wo ich es abhole. Und bis ich es dann wieder nach Hause gebracht habe, ist das Essen kalt. Immerhin verstehst du deinen Chinesen. Auch nicht immer. Ich kann dir eine Handcreme empfehlen. Bei vielen Händen waschen muss ja beruflich bei jedem Gang mal die Hände desinfizieren. Ich habe tatsächlich eine Handcreme, die finde ich auch ziemlich gut. Und zwar, das ist die von Neutrogena ist es, glaube ich, diese norwegische Formelhandcreme. Die ist eigentlich ziemlich gut. Ich mag tatsächlich, eigentlich soll man nur Fett auf die Hände schmieren. Ich weiß. Eigentlich soll man sich nur Fett auf die Hände schmieren. Das soll am gesündesten sein. Aber das zieht nicht ein. Und ich habe das Problem, ich muss so viel am Tag machen, wo ich halt keine Fettfinger überall haben will. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Kleinen hochhebe, ich will den nicht mit Fettfingern hochheben oder sowas. Deswegen kann ich jetzt nicht Handcreme gebrauchen, die nur aus Fett besteht. Es muss also eine parfümfreie Creme sein, weil sonst Parfüm brennt sonst in den Wunden. Deswegen parfümfrei, schnell einziehend und lang anhaltend. Und da habe ich die Neutrogena, die ist für mich am besten geeignet, meiner Meinung nach. So, jetzt habe ich Werbung für Neutrogena gemacht. Ich kriege trotzdem kein Geld dafür. Oh. So, dann würde ich sagen, machen wir das hier noch. Und dann sind wir sowieso... Ja, ich bin müde. Ich gehe wieder zurück. Ich gehe nach Hause. Ich muss im Bett. Ich hätte jetzt auch wieder da reingehen können, aber ich wusste ja, wo der Ausgang ist. Ich arbeite am Computer, da wäre eine fettige Handcreme nicht gerade vorteilhaft. Ja eben, genau, das ist nämlich auch mein Problem. Dieses ständige, dass man dann Fettfinger überall hinterlässt, das finde ich auch ekelhaft. Das mag ich überhaupt nicht. Und deswegen muss es halt eine einziehende Handcreme sein. Oder, was mir auch schon geraten wurde, was ich auch gerne mal ausprobieren möchte in den nächsten Zeiten, nachts eine Fettcreme auftragen. Also ihr nehmt nachts eine wirklich fetthaltige Creme, die quasi nur aus Fett besteht,
Ringelblumensalbe zum Beispiel, die soll sehr, sehr gut sein. Cremt eure Hände ein und damit ihr nicht das ganze Kissen und Decke oder sowas mit Fett bedeckt oder sowas, einfach Handschuhe drüber ziehen. So medizinische Handschuhe. Jetzt nicht diese Gummihandschuhe, sondern es sind schon Stoffhandschuhe, aber die sind halt ein bisschen eng anliegender als normale und die sind nicht ganz so teuer, weil die halt einfach nur aus billigem Stoff bestehen. Das habe ich mir sagen lassen, könnte auch helfen. Das würde ich auch mal ausprobieren. So. Jetzt kommt die Sonne raus draußen. Oh, schön. Wenn ich zum Chinesen gehe, kann ich mich an der Sonne erfreuen. Ist doch schön. Wie lange streamst du noch wegen MJ? Es kommt drauf an. Ich werde wahrscheinlich, also allerspätestens 3 Uhr. Aber wahrscheinlich muss er ein bisschen früher wach werden. Er war auch deutlich früher im Bett heute. Mittagsschlaf. Aber er hatte eine schlechte Nacht hinter sich. Er zahnt gerade wieder extrem. Ich glaube, es sind die Backenzähne, die kommen. Und deswegen, er sabbert auch gerade wieder wie verrückt. Nö. Ja, das habe ich auch gehört. Aber ich würde diese Handschuhe nachts sicher ausziehen, weil sie mich stören. Ich glaube, es ist eine Gewöhnungssache. Ich habe mich auch daran gewöhnt, ohne Kopfkissen zu schlafen. Habe ich auch nie gedacht, dass ich das hinkriege. Mittlerweile weiß ich aber, dass es geht. So. Erstmal gießen. Und was trinken. Ich muss trinken, 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 trinken. Nur noch 5 Tage bis Story of Seasons. Ja, und ich freue mich ehrlich gesagt auch wirklich drauf. Vor allen Dingen, wenn ich sehe, dass andere Leute das immer spielen können, schon seit 1,5 Wochen. Nee, seit ein paar Tagen auf jeden Fall spielen können. Und ich kann es nicht. Das macht mich wütend. Da würde ich am liebsten alle Leute, die dieses Spiel spielen, keine Ahnung, würde ich den Spielstand manipulieren oder so. So, verkaufen. Das kann weg. Ich weiß doch gar nicht, was ich vom Chinesen bestelle. Ihr könnt mir ja mal Tipps geben. Was soll ich mir nachher beim Chinesen bestellen? Normalerweise nehme ich immer die simpelsten Sachen. Also nichts Außergewöhnliches. Beim Chinesen gefallen mir diese Nudeln, diese ganz normalen Nudeln, bei denen man noch nicht mal Fleisch dabei hat. Also wirklich nur gebratene Nudeln mit Gemüse. Und Ei, genau. Gebraten, Nudeln, Gemüse und Ei, das ist eigentlich nur das Hauptding, was ich beim Chinesen immer bestelle. Sushi. Kriegst beim Chinesen ja nicht. Kriegst ja beim Japaner. Also ich kenne zumindest kaum einen Chinesen, bei dem man Sushi bestellen kann. Okay, das haben wir gemacht. Gut, dann kümmern wir uns um unsere Tiere gleich mal wieder. Und dann müssen wir unbedingt noch das ganze... Oh Gott, scheiße, hier liegt ja viel Kacke rum. Alter. Alter, liegt hier viel Scheiße rum. Das ist nicht gut. Aber das kann man doch wiederverwerten. Könnt ihr das nicht... Wir bräuchten ein Schwein, das suhlt sich dann da drinnen. Guck mal hier, das Küken ist pragmatisch, das frisst die Scheiße. Es hat es gerade noch gefressen, ich habe es genau gesehen. Es hat sich ertappt gefühlt und hat es dann wieder weg. Ist dann wieder weggegangen. Das ist aber sehr pragmatisches Huhn. Sauer-Schafsuppe. Ach, die von Brownie da, diese komische Suppe. Suppen bin ich gar nicht so der Fan von. So, Jessie kriegt ein Tätschelchen. Nugget kriegt ein Tätschelchen. Du bist Henschick, kriegt ein Tätschelchen und Eier klaue ich von euch, okay? Was? Oh, schon wieder alles voll. Kodo kriegt ein Tätschelchen und ich mache ihn sauber. Abstimmung kriegt ein Tätschelchen und ich mache ihn sauber. Und das Schaf, wie hieß das nochmal? Uschila, genau, Uschila kriegt auch noch ein Tätschelchen. Dich könnte ich eigentlich auch noch scheren, aber ich habe gar keinen Platz für deine Wolle, deswegen musst du damit noch klarkommen. Nudeln mit Hähnchenfleisch.
Ja, doch, ja. Ayla Elsberg beim Chinesen süß-sauer, aber das ist nicht. Aber das ist ja nicht deins. Also süß-sauer Soße mag ich gerne. Aber süß-sauer. Ich muss mir noch überlegen. Auch Ente esse ich wahnsinnig gerne. Aber. Ich bin unentschlossen. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, mir das zu überlegen. So. Dann würde ich sagen, gehen wir heute früh schlafen, weil unser Wohlbefinden hier in diesem Spiel ist auf jeden Fall nicht so schön. Und deswegen machen wir dann das mit den ganzen Edelstein-Zeugs herstellen. Das machen wir dann am nächsten Tag. So. Code die Kuh, die macht nicht einfach Mu. Die bringt mich Diamond, das wird schmecken. Was? Die bringt mich Diamond. Die bringt mich Diamond. Okay, alles klar.